So, und da sind wir wieder bei Subnautica. Nehme ich auch auf. Ich hoffe es mal. Ja. Und wir holen uns jetzt hier den Metallschrott. All systems online. Ich hoffe halt wirklich, dass das nicht mehr so lange dauert mit dem ganzen Titan sammeln. Warum kann der bis... Also, eben konnte er nicht bis dorthin das registrieren. Jetzt plötzlich kann er's. Was soll das denn? Platz habe ich noch, ja, genügend. Das hier könnte ich dann mit dem Terramech abbauen. Wenn ich denn den Bohrerarm hätte. Wo uns wahrscheinlich noch einfach ein paar Wracks hier fehlen. Ich meine, ich kenne ein gewisses Wrack noch. Theoretisch was finden könnten. Ich versuche übrigens dort in der Nähe, wo dieses eine Portal war, als nächstes dann eine Base zu bauen. Weil dann wird es richtig easy für uns, einfach hinten rüber zu gehen und uns dort unsere nötigen Sachen dann zu holen. So, da ist Metallschrott. Ich lasse das erstmal noch mit Quarz. Bis ich hier den Metallschrott habe. Dann kann ich gerne wieder Quarz aufheben. Jetzt ist er wieder neuer. Kann ich aber nicht mitnehmen. Ja gut, dann bringe ich das erstmal weg. Ich habe das Gefühl, das Spiel lädt einfach nicht bis dort hinten hin, insofern ich nicht dahin gehe. Deswegen konnte ich auch Metallschrott eben nicht suchen. Erstmal mache ich das ganze Titan hier. Und dann werde ich oben das erstmal alles einbauen und dann werde ich es wieder aus dem Dingens holen. Aus der Seemotte. Wir können das theoretisch noch viel, viel mehr alles voll machen mit Titan, aber müssen wir gar nicht. Weil jetzt ist es doch schon übertrieben viel, was wir da reinpacken können. Das hier machen wir mal zu Kupfer. Und das hier dann auch.
will den lieber halt, dass der so aussieht und nicht einfach so da drin. Auch wenn es wahrscheinlich halt einfach besser wäre, das so zu machen. Vom Platztechnischen schon. Aber ganz ehrlich, hier kommt es mir jetzt eher auf die Schönheit an, wenn ich das schon mache. Hier kommt Gold dann rein. Lithium, Lithium, Rubine und Rubine. Sonst noch was. Lithium könnte ich dann schon mal hier rein tun auch. Diamanten. Und natürlich nicht zu vergessen Quarz, das hätte ich eigentlich weiter hier vorne hin tun müssen, weil ganz ehrlich, Quarz werde ich ja wohl öfter finden als Diamanten. Obwohl, kommt drauf an, wo ich suche. Und dann gibt es da natürlich ja auch noch die ganzen Erze, die ich noch nicht gefunden habe. Uran könnten wir auch noch. Uraninit. Das finden wir locker auch noch. Hier drin hätte ich eigentlich noch mal so einen hier rein tun sollen. Und Quarz. Und den Rest machen wir einfach zu allerlei, weil ich glaube, das Zeug finden wir dann seltener, wenn ich es jetzt halt noch nicht habe. Einfach und so weiter. Und so weiter. Müsste eigentlich noch einen Punkt hintermachen. Punkt. Wieso nicht? So, und dann können wir einräumen. Als erstes hier oben, weil das ist das nächste. Ja, das will ich nicht.
da oben schon? Nö. Blei können wir halt auf unter allerlei, weil finden wir auch nicht so oft. Der Rest verdient sich dann aber schon so eine eigene. Dingens. Batterien können wir oben reintun. Weil theoretisch sogar einen besseren Schrank für machen. So, und dann holen wir uns hier den Rest. Und wenn wir das haben, werde ich einfach das Zeug, was ich halt schon unten in der Basis lagere, dort oben reintun, weil eine mobile Basis ist im Moment halt wichtiger, finde ich. Schön, dass der Metallschrott da nicht geladen wird. Jetzt schon. Plötzlich. Ich habe noch locker viel Platz. Das ist genauso bescheuert wie mit unserem Hund. Den Metallschrott die ganze Zeit aus dem Maul rausnehmen müssen. Nur dass bei dem Schuhe sind. Das wollte ich jetzt nicht. War ich hier schon mal? Nö. War ich noch nicht. Jetzt plötzlich finden wir hier so richtig viel Metallschrott. Gut, dass ich die Signalboje ja auch mal fertig habe. Okay, das reicht. Hier sitzt richtig viel Metallschrott. Gut, hier bin ich ja auch nie unterwegs, ne? Sollte uns aber einiges an Titan dann verschaffen und dürfte dann halt auch gut erstmal da drin sein, dann ich werde da einfach richtig viel noch reintun. Für die ganze Seite einfach voll haben. Welcome aboard, Captain. Klar, als wenn ich jetzt noch eine Signalboje bauen würde. Brauche ich ja auch so dringend. Ja, wäre theoretisch einfacher, wenn ich das direkt im Zyklopen halt machen würde, aber... Warum? Verliere ich dann Energie? Wow.
So. Systems online. Erstmal alles voll mit Titan. Und das holen wir uns dann auch noch irgendwann. Ich glaube jetzt gleich sogar. Ich will schon so viel Titan wie möglich dabei haben, weil ganz ehrlich, das werden wir brauchen. Für das, was ich da jetzt plane. Das wird nicht so eine Mini-Base. Das wird schon so ein Riesenteil. Aber der Grund dafür, dass der Teil zu riesig wird, wird halt, dass es ziemlich tief runtergehen wird. Mach so. Wir werden das auch so bauen, dass es halt ziemlich tief runtergehen wird. Bringen wir das schon mal nach oben. Wir können das gleich mal ein bisschen weiter rüberfahren, dann haben wir doch einfacher da reinzufahren. So, hier drin hatte ich auch noch was. Kupfer kann ich alles in Kupfer reintun. Warte, ich wollte den auch drauf fahren. Weißt du, theoretisch könnten wir auch eben zu dem Metallschrott hier mit rüberfahren, weil wir das dann hiermit auch wieder zu Dingens machen könnten. Das wäre einfacher. Wäre aber nicht so kostengünstig. Von Energie und so. So, Tischkorallen müssen wir uns gleich auch noch holen. Ich habe noch Platz. Gibt's aber nicht mehr. Weil Tischkorallen werden wir da, glaube ich, auch nicht hinten haben. Gehe ich mal von aus. So eine Gravitationsfalle hätte ich auch mal bauen können. Macht es relativ easy, an solche Fische zu kommen. Warte, hier. Ich finde es ein bisschen blöd, dass ich hier halt nicht die Energie direkt sehe. Die sehe ich halt hinten in dem Engine Room hier. Und nicht hier drin.
Wäre halt besser, wenn ich es hier drin auch sehen könnte. Ich denke mal, wenn wir alle Titan-Dinge jetzt hier voll haben, reicht es erstmal. Und dann holen wir uns Zeugs, was wir halt nicht so viel brauchen, aber halt auch nicht hier drin haben. So weit wie Tischkorallen halt. Nehmen wir das halt wieder weg. Essen und Trinken ist ja egal. Den Rest können wir uns halt, glaube ich, auch aus der Base holen und haben alles, was wir brauchen. Die Teile hier brauchen wir vielleicht noch. Von den Schlingpflanzen könnten wir uns generell halt noch ein bisschen was holen, dass wir die halt anbauen können. Generell von allen Pflanzen, die wir haben. Dass wir die dann direkt ready haben. Das wäre schon gut. Ich guck mal gerade, was die Energie sagt. Ja, das geht. Zur Not machen wir uns eine neue Batterie da rein. Müssen wir sowieso mal. Ich denke mal, das wird für eine große Base sowieso schon reichen. Man kann ja nie genügend haben. Stand da noch überall Spinnen drauf? Titan, 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 Titan. Okay. Ich habe schon gedacht. Wir können theoretisch auch noch weiterfahren. Erstmal hupen. Damit die wissen, dass wir hier sind. Das ist unter der Erde. So, wenn wir das alles haben, dann glaube ich halt wirklich nicht mehr, dass wir großartig noch irgendwas brauchen. Was suchen die denn hier? Ich meine... Warum? Ist schon... Gut, dass die auftauchen, weil das brauche ich bestimmt auch. Aber dennoch. Jetzt tauchen da unten wieder Metallschrottsachen auf. Meint ihr nicht, das ist ein bisschen viel?
Okay, ich hätte gedacht, das hätte ich wahrscheinlich schon gescannt. Die können wir mal mitnehmen. Die werden wir eh einpflanzen müssen. Ich glaube, vom Titan erreicht das jetzt auch schon. Könnten wir eigentlich schon längst unser anderes Zeugs holen. Aber nachher mache ich das wieder so, dass ich nicht genügend habe. Ich weiß nicht. Hier kommt unter uns so weiter rein. Ich finde es ein bisschen blöd, dass ich da oben das nicht so gemacht habe, dann wie hier. Das hat ja auch geklappt. So, dann holen wir uns. Vier von zwei. Tun die und so weiter rein. Und dann fahren wir eben kurz zurück, bringen unser ganzes Zeug hier rein und dann sollten wir ready sein. Ich muss auch noch eine Tischkorallenprobe hier rein tun, ein paar mehr als nur eine wahrscheinlich. Kann ich Tischkorallen auch anbauen? Müssen wir austesten. Aber ich will alle wichtigen Pflanzen mitnehmen. Ich möchte gerne. Was war das? Was war das? Die Base sieht schon cool aus. Ich fühle mich schon schlecht dafür, dass ich jetzt bald noch eine Base bauen werde, die total unlogisch aussieht. Oder zu extrem. Den können wir mal eben hier wieder reinfahren. Ich werde halt allein schon dadurch, dass ich diese Base dort hinten bauen werde, wahrscheinlich auch meine eigene Moral erhöhen. Davon brauchen wir sowieso immer so viel. Machst du den auch noch bitte? So, da reicht ja einer. Eigentlich schon. So, Tiefenpilze kann man ja auch anbauen, deswegen tun wir das erstmal alles schon mal rein. Alleine dadurch, dass ich die Base dort hinten baue, werde ich mich weiter nach unten trauen. Meine eigene Moral erhöhen. Welcome aboard, Captain. Überhaupt erst so tief zu gehen. So, unser Zeug. Was brauchen wir? Wir brauchen. Das können wir alles rausnehmen. Blutöl kann drin bleiben, weil wir haben schon Blutöl. Ganze Quarz kann mit. Salz auch. Salz brauchen wir nicht.
kriegen wir auch so ganz easy. Können wir drin lassen. Säurepilz. Ja, komm. Hier nehmen wir nur die zwei mit raus. Werde ich eventuell sogar einen eigenen Schrank für machen. Und sobald wir alles rausgenommen haben, werde ich die Folge auch beenden. Das Schlimmste dort hinten wird wohl sein, dass wir hier nicht so viel Energie bekommen werden. Ich hätte vielleicht doch für Blei einen eigenen aufbauen sollen. Diamanten, Diamanten, Diamanten. Hier. Gold. Hier. Aber unten. Wie gesagt, die Tafeln bekommen noch einen eigenen Schrank. Den werde ich oben hinbauen, weil dort werde ich den auch öfter verwenden. Brauchen wir auf jeden Fall. Nein, ich möchte keine Salzablagerungen. Die ganzen Batterien lasse ich erstmal noch hier. So, mehr habe ich glaube ich auch nicht. Konnte ich irgendwas Neues bauen? Irgendwie glaube ich nicht, oder? Flasche mit ultra hoher Kapazität. Ich weiß halt nicht. Dann müsste ich nämlich wieder eine mit hoher Kapazität bauen. Ich meine, so schwierig ist es nicht. Jetzt haben wir aber erstmal, was wir brauchen. So, Kupfer. Blei kommt hinten rein. Gold. Silber. Diamanten. Rubine. Hab ich ja richtig viel, ja. Kriege ich dort hinten auch sowieso noch mehr. Magnetit, das habe ich ja auch nicht reingetan. Kommt auch runter und so weiter. Und Paninit auch. Pirscherzähne auch. So, und den Rest tun wir unter Alien-Zeugs. Könnten wir hier unten reintun. Kann ich das auch benennen? Nö. So, und damit sollten wir eigentlich alles haben, was wir brauchen. Gut, ich wollte ja noch was holen. Das sind die falschen. Euch brauche ich. Davon hole ich mir relativ viel jetzt erstmal. Ganz ehrlich, ich glaube, die werden wir nämlich dort hinten nicht so gut finden. Obwohl, vielleicht schon, aber ich weiß es nicht. Kann ich da auch? Ja, kann ich. Kriege ich denn da raus? Röhrenkorallenprobe. Was kann ich mit einer Röhrenkorallenprobe machen? Röhrenkoralle anbauen.
Keine Ahnung. Können wir auch noch hier rein tun oder so. So, dürfte dann wohl alles sein. Gut. Dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge werden wir dort hinten wieder hinfahren und uns dort eine Base aufbauen, die bis zum Meeresgrund runtergeht. Hoffentlich. Wird schwierig, denke ich mal. Aber sollte funktionieren. Gut, dann würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!